Herzlich willkommen zurück bei Freelancer. Wir sind immer noch dabei, den Ashcroft zu verfolgen. Und ich würde sagen, dann machen wir gleich mal weiter hier, wo wir letzte Folge aufgehört haben. So, da ist der Einsatzwegpunkt. Und dann würde ich sagen, fliegen wir den mal an. Ich wollte noch mal gucken, was das Geld sagt. Geld sagt, wir haben nicht viel. Okay. King, was ist da los? Wo ist Ashcroft? Wir sind ihm auf den Fersen. Pueblo konnte einen Peilsender an einem seiner Schiffe anbringen. Wir folgen dem Signal zum Silverton-Feld. Hilfe wäre nicht schlecht. Verstanden. Ich weise die Rio Grande an, mehrere Jägergeschwader zu schicken. Seien Sie nicht leichtsinnig, King. Warten Sie auf Hilfe. Juni Ende. Kammer 6. Ihr Marinepatrouille Zeta-1. Begeben uns zu Ihrem Standort. Over. Na, kriegen wir noch ein bisschen Unterstützung wieder mal. Wie gesagt, so ist das Schiff gar nicht schlecht. Auf jeden Fall merkt man schon den Unterschied zum anderen. Ich sag mal, auch jetzt das, was wir halt schadenstechnisch ausgeteilt haben, war gar nicht verkehrt. So, was haben wir eigentlich hier? Logbuch? Da sind sie ja, Ashcroft und seine Gangster. Das muss der Übergabepunkt für die Artefakte sein. Hier LSF Gamma 6, haben Ashcroft gefunden. Brauchen dringend Verstärkung. Folgen Sie meinem Signal. Over. So. Ignorieren Sie die Transporter-Trend. Wir müssen die Jäger ausschalten. Bin ich gerade bei? Gamma 6, hier Patrouille Zeta-1. Bereit zum Gefecht. Schön, Sie zu sehen, Zeta-1. Wir suchen einen Verbrecher namens Ashcroft. Wir brauchen ihn lebend. Bestätigt. Hier Zeta-Führer. Rogue-Jäger angreifen. So, geht hier alle auseinander, geht ja relativ gut hier. Zack, der nächste weg. Hier machen wir gleich weiter. An alle, habe Ashcroft gefunden. Er flieht in das Feld, ich habe ihn markiert. Trent, er darf nicht entkommen. Los! Oh, los. Verdammt, Ashcroft versucht zu entkommen. Er aktiviert seine Reisetriebwerke. Feuere Reiseflugunterbrecher ab. Verdammt, die Unterbrecherrakete hat Ashcroft verfehlt. Er geht auf Reisegeschwindigkeit. Wir müssen uns beeilen, sonst entkommt er. Aktivieren Sie Ihre Reisetriebwerke und ab zu den Koordinaten. Jo, haben wir gemacht. Wie gesagt, hier sind noch ein paar. Beziehungsweise hier ist er ja. Ashcroft. Gucken wir mal. Gucken, ob wir das mal scannen können, aber ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit weg davon. Ich würde sagen, wenn wir das dann fertig haben, dann lesen wir mal wieder das Logbuch. Haben wir in der letzten Folge nicht gemacht. Würde ich sagen, können wir in dieser Folge dann nochmal das Logbuch durchlesen und ja, dann gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Missionen bekommen oder ob die Hauptstory weitergeht. Das weiß ich alles nicht. Lass ich mich mal überraschen. Ich empfange eine Störung. Könnte ein Sprungloch sein. Wir müssen uns beeilen, sonst entkommt er. Ich hab da was auf meinen Scannern. Roger, ich sehe dasselbe. Alle bereit machen. Sie werden unsere Begegnung bedauern. Oha. So, geht gleich wieder hier weiter. Ah, das ist der Ashcroft. Will ich mal gucken, dass ich den hier gleich hops nehme.
ganz kurz. Schauen wir mal, ob wir den hier nochmal wieder finden, Ashcroft. Da ist er. Halt! Sie brauchen mich lebend! Ja, dann hör auf. So, ich glaube, das waren hier alle. So, dann fliegen wir mal dahin. Haben wir den auch eingesammelt. So, was haben wir hier? Derzeitiger Besitzer, ha? Okay, die sind alle hier mit uns. Hier sind die Fuchse auch. Okay, alle positiv von uns überrascht. Die sind natürlich relativ negativ drauf, ist ja klar. Die ollen Piraten. So. Ashcrofts Lifepod. Da haben wir ihn. Okay. Schauen wir mal. Hier, Juni. King, sind Sie und Trent okay? Wie ist Ihr Status? Over. Uns geht's gut. Missionsziel erreicht. Wir haben Ashcroft seine kleine Party verdorben. Er wollte die Artefakte gerade auf den Schwarzmarkt bringen, als wir ihn geschnappt haben. Sie haben ihn doch nicht getötet. Ich weiß noch, letztes Mal... Negativ. Trent hat ihn in seiner Frachtluke gefesselt. Das ist viel zu gut für ihn. Er bekommt, was er verdient. Aber vorher muss er uns sagen, was wir wissen müssen. Ich bereite Ihre Ankunft vor. Vorsicht auf dem Rückweg nach New York. Der Geheimdienst meint, Ashcrofts Bande könnte versuchen, ihn zu befreien, ehe wir ihn in Gewahrsam haben. Ich bin noch auf Manhattan. Kommen Sie dorthin. Juni, Ende. Ja, das habe ich fast befürchtet, dass das kommen wird, dass sie probieren, ihn zu befreien. Und ich glaube, wir sind ja auch noch ein bisschen weit weg. Genau. Erstmal durch das Sprungtor. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist noch ein Ende hin. Guck mal ganz kurz.
So. Wir sind fast da. Noch eine Handelsroute. Ah ja, genau, da sind wir, glaube ich, vorhin durchgeflogen. Verdammt, der Geheimdienst hatte recht. Mehr Rogues. Trent, wir müssen sie zurückschlagen. Fort Bush, hier LSF Gamma 6. Wir werden angegriffen und brauchen Hilfe. Over. Hier Fort Bush. Schicken zwei Geschwader zu ihrer Unterstützung. Hier Fort Bush, Geschwader Alpha. Greifen Feind an. Fertig. Dann hast du noch hier der eine. Alter Kamikaze-Flieger, wa? Kriegt. Schiff sieht auch soweit gut aus. Dass die Rogues uns so nahe bei Fort Bush angreifen, da muss Ashcroft etwas Wichtiges wissen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, unser Schiffchen ist aber 100%, das passt soweit. Sind. Schiff Missouri, Brücke. Identifizieren Sie sich. Over. Hier Patrouille Gamma 6 mit LSF-Spezialauftrag. Wir bringen einen Gefangenen zu LSF-Commander Junko Zane. Over. Bestätigt. Commander Zane erwartet Sie. Over. Roger, Gamma 6 Ende. Zeit, deine Credits zu kassieren, Trent. Moment. Ja, verstehe. Ja, ich breche sofort auf. Over. Hey, Trent, ein Konvoi nahe Pittsburgh hat Ärger und braucht Hilfe. Wir sehen uns später. Schöne Grüße an Juni. Sie haben Erlaubnis. So, das, die Erlaubnis habe ich mir selber gegeben. Haben Sie auch genug Leute dabei? Er liegt ohnmächtig in meinem Laderaum. Trent, Ashcroft ist sehr gefährlich. Und ich gehe nicht gern unnötige Risiken ein. Das erinnert mich daran. Die Beute. Und dass ich Ihnen noch die Codes schulde. Beide werden gerade in Ihr Neuronet geladen. Außerdem bekommen Sie einen Extra-Bonus. Danke. Gute Arbeit. Wirklich. Was passiert jetzt mit Ashcroft? Er wird natürlich verhört. Er ist unser Schlüssel zum Schmugglerring. Den bringen wir garantiert zum Reden. Ich nehme an, dank Ihres neuen Sicherheitsstatus können Sie sich auch ohne mich beschäftigen. Wohin gehen Sie? Habe einen Auftrag. Ich bekomme auch Befehle, Trent. Aber bleiben Sie in der Nähe. Kann sein, dass ich sie brauche. Bald. So, wir haben Stufe 4 erreicht. Das ist schon mal sehr schön. Okay, Einsatzergebnis war erfolgreich. Schiffsreparatur, wir können mal gucken. Was sagt er hier? Gesamtkosten. Das ist doch nicht viel. Reparatur abgeschlossen. Ja, okay, danke. So, was haben wir hier noch? Ausrüstungshändler. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Ja. Hier haben wir ja bis jetzt dran schon zwei davon. Gefallen mir recht gut, muss ich sagen. Aber was ist das hier? Plasmabasierte Waffe kann schwere Schäden verursachen, wird ja schon langsam nachgeladen. Gegen Gravitationsschilde. Okay. Und die ist genau, glaube ich, umgekehrt. Ne? Laserbasierte Waffe bietet hohe Schussrate. Schadenswirkung geht. Die Waffe ist äußerst wirkung gegen Positionsschilde.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir das nämlich so. Das verkaufen wir. Verkaufe ich auch. Und statt die Justice holen wir uns dann hier einmal die Lava Blade. Und dann haben wir eigentlich, ja, denke ich mal, sind wir da ganz gut ausgerüstet mit diesen Reiseunterbrecher. Haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Jetzt habe ich den noch nicht gesehen. Das sind halt jetzt nur die Minen. Raketen halt. Naja, okay, gut. Würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Schiffshändler. Bin auch hier mal gucken, was der so hat im Angebot. Aber, oh, der hat einen schweren Jäger. Defender. Ah. 1600. Unser hatte 1300. Hat jetzt nicht so viel Laderaum, aber gut. Gucken wir mal, was wir hier an Waren noch haben, dass wir auch ein bisschen was hier verkaufen vielleicht. Ich denke mal, wir haben das ein oder andere ja bestimmt eingesammelt oder auch nicht. Ja, dann nicht. Landedeck, gehen wir mal in die Bar. Ich denke mal, hier wird es sicherlich ein paar Aufträge geben. Genau. Guck mal kurz die Nachrichten. Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Genau, das kennen wir schon. Dann wollten wir uns ja das Logbuch nochmal angucken. Warte mal, was war da geheim? Ah. Ach so, wo wir jetzt gerade sind. Geheim. Ja, verstehe. So, gucken wir mal im Logbuch, was Trent denn da so niedergeschrieben hat. Ich finde immer, hier kriegt man doch noch ein bisschen mehr Sachen. Oh, hier ist einiges. Genau, also wie gesagt, da haben wir einiges, ja. Das wurde auch Zeit. Juni hat gerade angerufen, möchte mich in Manhattan treffen. Es sieht so aus, als hätte sie einen neuen Auftrag für mich. Ich wollte sowieso nach Manhattan zurück, um einmal nach Lonigan zu sehen. Genau, das hat er ja gemacht. Bin wieder in Manhattan, habe aber noch nichts von Lonigan gehört. Ich war im Krankenhaus und keiner wusste, wo er steckt. Tolle Bürokratie. Wie geplant habe ich Juni und King in der Bar getroffen und ihr Angebot angenommen. Es ist ein interessanter Auftrag, gute Bezahlung. Die LSF ist hinter einem Schmuggler namens Ashcroft her, der angeblich illegale Xeno-Artefakte von und nach Liberty schmuggelt. Juni hat Informationen darüber, dass er eine Schiffsladung Xeno-Artefakte durch das Colorado-Tor bringen will. King und ich müssen den Konvoi aufhalten, bevor er New York erreicht. Allerdings müssen wir Ashcroft lebend zurückbringen. Die SF will ihn zum Handel mit Artefakten in Liberty befragen. Präsidentin Jacoby hat es sich zum Ziel gesetzt, den legalen und illegalen Handel mit Artefakten zu verbieten und sämtliche Artefakte zu beschlagnahmen. Aber es ist schon komisch. Eigentlich sind diese Dinger nur Sammlerstücke für Leute mit viel Geld. Ich glaube nicht, dass Jacoby der Öffentlichkeit alles erzählt hat. Das Gute an der Sache ist, dass Juni mir Zugang zu allen Liberty-Toren versprochen hat, wenn wir Ashcroft ausliefern. Ja, das haben wir ja bekommen, zum Glück. Ja. Habe Lonigan zufällig auf den Landeplatz getroffen. Ihm ging es ziemlich schlecht. Offensichtlich ist er aus dem Krankenhaus geflogen. Kein Wunder also, dass er nicht aufzufinden war. Diese Kopfverletzung ist anscheinend schlimmer, als ich dachte. Er war total durcheinander, redete von Leuten, die hinter ihm her wären und dass er wisse, wer Freihafen 7 zerstört hat. Irgendetwas über Schiffe, die gar nicht da waren. Viel Blödsinn. Ich dachte echt, er hätte den Verstand verloren, bis zwei Liberty-Wachen auftauchten, ihn mit einem Smart-Dart lahmlegten. Ich musste mich ducken, damit mich dieses Ding nicht auch noch trifft. Lonigan ging zu Boden und ich war nach unten, als ich einen Lehmschlag abbekam. Das hat mich sofort außer Gefecht gesetzt. Keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos war. Als nächstes erinnere ich mich an Junis Ohrfeige. Sieht so aus, als hätte Lonigan Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekommen. So langsam glaube ich nicht mal daran, dass ich meine Million Credits bekommen werde. Tobias würde sich freuen. Sieht so aus, als müsste ich noch länger für Juni arbeiten. Kann das Geld gut gebrauchen. King wartet über Manhattan auf mich. Genau. Haben wir ja dann gemacht. Lief ja nicht so gut. Ja, wir haben es bis Colorado geschafft. Seit dem Angriff auf Schulzki bewacht die Marine mit schweren Schlachtschiffen die Sprungtore. Ich muss schon sagen, das ist beeindruckend. Wir warten auf Neuigkeiten von Juni.
Neuigkeiten von Junior Ashcroft macht es uns einfach. Sein Konvoi befindet sich jetzt im Colorado-System. Die LSF hat nahe Station Hublo eine Falle gestellt. King und ich müssen jedes Schiff auf der Handelsroute scannen, um dafür zu sorgen, dass keiner von Ashcrofts Leuten entkommt. Ja, wir haben jedes Schiff auf der Handelsroute gescannt und leider den falschen erwischt. Wir erwischen ein mit illegalen Artefakten beladenes Schiff. Als King das Schiff befahl, die Gefechtsstellung zu verlassen, griff er an. Wir dachten, es war einer von Ashcrofts Männern, aber es war ein Typ namens Cosmo van Nostrom. So eine Nervensäge. Gerade als King ihm seine Rechte vorlas, rief Junior an. Die LSF-Falle hat versagt. Ashcroft hat die Blockade bei Pueblo durchbrochen. Kein Kontakt zu Pueblo. Junior möchte, dass wir schnellstmöglich dorthin fliegen. Das war knapp. Einige von Ashcrofts Männern haben Pueblo angegriffen. Die Station brannte und die Lebenserhaltungssysteme waren am Aufgeben. Zum Glück waren wir in der Nähe und noch etwas Gutes, obwohl Ashcroft fliehen konnte. Auf einem von Ashcrofts Schiffen ist ein Sender installiert. Wir haben empfangen ein Signal. Diesmal erwischt er uns nicht. Ja, wir konnten Ashcroft überraschen, als seine Leute die Artefakte auf kleinere Schiffe verluden. Ohne die Unterstützung, die Juni geschickt hat, hätten wir das bestimmt nicht geschafft. Die meisten von Ashcrofts Jägern sind zerstört, aber er selbst ist entkommen. Er hat das Reisetriebwerk aktiviert und fliegt nun tiefer ins Feld hinein. King ist ihm auf den Fersen, aber wir müssen uns beeilen, damit er uns nicht entwischt. Ja. Mann, dieser Ashcroft hat viele Freunde. Wir haben ihn verfolgt, bis er plötzlich sein Reisetriebwerk deaktivierte. Ich dachte, er würde durch ein Sprungloch fliehen, bis wir seine Komplizen sahen, die uns ausschalten wollen. Aber wir waren stärker und Ashcroft ist nun in meinen Frachtraum. Ich hatte erwartet, dass dieser Auftrag schwieriger würde als bei der Pittsburgh. Aber da hatte ich noch keine Ahnung, wie gut diese Artefaktschmuggler ausgestattet sind. Jetzt muss ich zurück zum New York-System und Juni diesen Typen übergeben. King hat die Koordinaten des Colorado-Tors geladen. Zeit zu gehen, ja. Wir sind zurück in New York, keine Angriffe mehr, ein Glück. Unterwegs erzählte mir King, dass eine archäologische Expedition aus Rheinland kürzlich einen ganzen Planeten voller Artefakte gefunden hat und die sind auch noch aktiv. Seither hat Liberty versucht, den Handel mit Artefakten zu unterbinden, nicht zu fassen. Ich handle hier mit Bohr und inzwischen machen Rheinland den Fund des Jahrhunderts. Warum nicht ich? Genau deshalb habe ich doch eigentlich Leeds verlassen. Tja. Ich hoffe echt, dass die Informationen von Ashcroft diesen ganzen Aufwand wert sind. King und ich wurden mitten im New York-System wieder von Ashcrofts Männern angegriffen. Ich hatte keine Ahnung, wie stark diese Artefakthändler wirklich sind und die Bevölkerung von Liberty hat sicher auch keinen Schimmer. Ich für meinen Teil habe Ashcroft an Juni übergeben und sie quetscht ihn aus. Das Gute daran ist, dass ich nun alle Liberty-Sprungtoren die Zugangscodes habe, sodass ich nach Texas und California gelangen kann. Sehr aufregend, da ich beide Systeme noch nicht kenne. Außerdem gab es eine Prämie, gar nicht schlecht. Vielleicht kann ich ein neues Schiff kaufen. Kings Jäger sieht gut aus und falls das so teuer wird, könnte eine bessere Ausrüstung und neue Waffen gut gebrauchen. Juni ist für eine Weile mit einem Auftrag beschäftigt, braucht mich bald wieder. Ich warte, bis dahin kann ich mir Liberty genauer anschauen. Genau, so, dann haben wir das alles schon mal so ein bisschen vorgelesen, mal geguckt. Muss ja auch sein, damit wir auch überhaupt wissen, um was es hier geht. Auftragsliste, was haben wir denn hier? Wieder gegen die Piraten. So, gucken wir mal, was haben wir hier noch? Schwierigkeitsgrad 1, Schwierigkeitsgrad 2. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier 1. Genau. Zack, starten. Jo, ab die Fahrt. Ja. Den wollen wir machen. Alpha 1 durch 1. Hier ein Schlachtschiff Missouri. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. So. Wegpunkt sein. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Ja, das ist schön. Jetzt springen wir dann erstmal hier durch. Und dann, ja, gucken wir einfach mal weiter, was da passiert. Beziehungsweise wann wir wieder gerufen werden. Ist ja auch immer so eine Sache. Wie viel Geld wir denn da brauchen. Sonst machen wir halt in den nächsten Folgen erstmal ein paar Aufträge. Da müssen wir hin, okay.
Hier geht's nach Kalifornien und hier unten geht's nach Texas. Vielleicht fliegen wir auch mal nach Texas. So, mal gucken. So. Da ist der nächste. Da fliegen wir da mal hin. Dann gucken wir mal. Müsste hier, glaube ich, das Sprungtor sein. Jetzt, wie gesagt, wir fliegen ja erstmal dahin. Wie gesagt, vielleicht danach, wenn wir das erledigt haben, könnten wir hier zurückfliegen. Und dann mal nach Texas. Genau, Bergbau gibt es ja hier auch. Hier so in den Bereichen wohl. Werden wir später bestimmt auch mal machen. Einfach mal um zu gucken. Ja, hier sind unsere neuen Waffen dran. Hier sitzen wir drin, ganz entspannt. Naja, Stück ist es noch. 3.894 Credits. Diese Dings haben wir jetzt noch nicht wirklich gebraucht. Gegenmaßnahmen. Ja, hier Gegenmaßnahmen, Werfer haben wir noch nicht wirklich gebraucht. Wie gesagt, hier haben wir nochmal unsere Nanobots. Ist klar. Mit dem Teufel anlegt, bekommt die Hörner zu spüren. Naja, so. So, Nummer 1 ist schon mal weg. Wo ist der andere? Sogar noch ein paar mehr, glaube ich. Glaube ich zwei. So. Jetzt hier weiter. Dann bei den neuen Waffen holen wir relativ schnell die Schilde runter. Macht sich schon bemerkbar. So. Und bei den nächsten. Zuckelt aber auch hier hin und her, der Mann. Macht nichts. So, ein bisschen dichter ran. Das ist hier schon ein bisschen größeres Schiff, das Teil hier. So, Pracht nehmen wir gerne mit. Der Bereich scheint sauber zu sein. Gute Arbeit. Einsatzkommission Ende und aus. Ja, sehr schön. Dann haben wir das erledigt. So. Genau. Den optimalen Weg dann so festlegen. Dann fliegen wir mal nach Texas, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was da so los ist. Wie gesagt, das war ja jetzt hier nicht gravierend schwer, aber wie gesagt, dann haben wir das System, das Texas-System dann gesehen. Das andere, California, ist hier hinten. Das ist eigentlich ein bisschen weiter, was wir dann da fliegen müssen. Müssen wir mal schauen. Das
Da wir jetzt gerade hier hinten sind, geht's erstmal nach Texas und dann gucken wir weiter. So, und geldmäßig haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Das passt also auch. Ich könnte mal hier so gucken. Beute. Nanobots. Da hinten. Schutzschildbatterie. Okay. Texas Jump Gate. Aha. Oh, flog da gerade. So, dann andocken. Ist gar nicht, sind wir jetzt schon da unten? Zwei. Ich denke mal, das ist jetzt hier das große Sprungtor, was wir hier vorne haben. Würde ich jetzt fast behaupten. Ist da unten los? Scanner zeigt keine Banditen. Werde verfolgt. Bandit feuert auf mich. Der letzte. Was hier? Hier sind noch welche. Bloodhound. Die sind aber noch nicht, sind aber noch nicht böse. Wir lassen das erstmal da. Weiß nämlich nicht, welche Fraktion wir vielleicht noch brauchen. Oder ob wir nachher später irgendwelche Piraten noch brauchen. Deswegen, wie gesagt, greife ich die jetzt nicht an. Wir wollten eh nach Texas. Dann sollen die sich da mal ein bisschen behaken. So, da sind wir quasi. Oh, hier geht's auch schon los. Okay, was haben wir hier? Ohne. Wo ist er denn? Da. Okay. So, da haben wir nochmal Unterstützung bekommen quasi. Ob ich jetzt hier richtig sehe? Ja. Police-Schiff. Das war ja ein netter Empfang. Da will ich mal gucken, ob wir jetzt hier auf der Karte was haben. Also wir sind jetzt hier quasi. Aber irgendwelche Sprung-Sachen haben wir jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht. Texas, New York, Jump Gate, Weapons Plattform, Planet Houston. Also ich glaube, das ist jetzt das Große hier, wo wir gerade durchgesprungen sind. Und Jump Gate zum Planeten, würde ich sagen. Machen wir das mal. Gehen wir da mal hin und dann landen wir da nochmal so zum Ende der Folge. Ist auch wieder ein bisschen länger geworden, aber macht nichts. Ich habe ein bisschen was vorgelesen. Ja, fliegen wir nach Houston, landen da. Dann schauen wir mal, ob wir da noch ein paar Aufträge kriegen oder was da überhaupt so los ist. Hier ist wieder die Polizei unterwegs. Heute haben wir keine Waffenplattform. Naja, bin ich gespannt. Hier nochmal. Wir sind immer noch hier oben. Medium weit.
haben wir drei Planeten. Genau, hier ist das Jump Cape quasi. Planet Houston. Gleich mal da andocken, dass wir auf dem Planeten landen. Ist ja nett. Dann machen wir das auch mal. Ja, scheint auch eine etwas größere Stadt zu sein. Nicht so wie Pittsburgh. Genau, da sind wir. Ja, und dann würde ich sagen, lasse ich nochmal den Vogel reparieren. Und während ich das hier mache, hier kommen die auch schon alle an. Wenn ich ihn jetzt hier repariere einmal. Genau. Zack. Gut, dann würde ich sagen, beende ich das Ganze hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier auf Houston und gucken mal, was es dann hier so Schönes Neues gibt oder auch an Aufträge. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.